Eduard Trippel, bin 25 Jahre alt und ich mache Judo. Ich bin zum Judo gekommen, indem meine Grundschullehrerin in der ersten Klasse gesagt hat, dass ich hyperaktiv bin und mir einen Sport raussuchen sollte. Und bei uns in der Grundschule gab es eine Ausschreibung von dem Judo Club Bussolzheim, dass man so ein Probetraining im Judo machen kann. Da bin ich reingegangen und mir hat es direkt gefallen. Ich trainiere eigentlich fast jeden Tag zweimal, außer am Sonntag, da mache ich einen lockeren Regenerationslauf. Beruflich bin ich Polizeikommissar in Hessen. Ich kann Judo auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es sehr viele akrobatische Elemente hat, was sehr viel Spaß macht, auch für jüngere Leute. Und natürlich auch dieses Kämpferische, wo man seine ganze Kraft mit technischen Mitteln entfalten kann, ohne den anderen zu verletzen.